Cheater Killcam. Moin Leute. Moin Leute, Alman am Start wieder hier. Heute habe ich für euch die beste MAC-10-Klasse. Ohne Mist, das ist eine komplett underrated Waffe. Damit habe ich in Season 1 die meisten Kills gemacht. Zwar eine Zeit lang meine absolute Lieblingswaffe. Ihr habt sie schon gesehen in dem Clip. Ich wurde sogar, als ich sie in SBMM-Lobbys gespielt habe, als Cheater beleidigt. Schade, dass mir das erst so spät aufgefallen ist. Sonst hätte ich da bestimmt noch ein bisschen Trash getalkt. Ich habe heute ein SBMM-Gameplay für euch und zwei andere komplett geile. Also bleibt gespannt, Klassenzeit gibt's zum Schluss. Hey Leute, ich streame by the way heute um 18 Uhr. Das erste Mal auf YouTube. Also schaltet heute um 18 Uhr ein. Leute, dann lasst mir schon mal einen Like da, abonniert mich und schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, Leute. Wir sehen uns beim Klassensetup wieder. Peace! Alter, ey, ist das gerade ein Witz? Hey, Bro! Joke made sexy note. Joke made sexy note. Das ist einfach hier drinne. Jetzt flippen die direkt schon, ey. Fängt ja gut an. Okay. Schon wieder Spawnflip, Junge, Bros. Sinnlos. Hört auf mit dem Scheiß. Ach, Junge, das triggert mich. Ah, ich hab ihn nicht gesehen. Bro. Sieht trotzdem nicht raus hier rechts. Was denn du, Alter? Was hat denn der Typ gemacht? Der lag einfach dort komplett Gesicht im Busch. Ah, scheiße, ich hatte... Nee, ich glaube, mit dem Einschuss eh nicht bekommen. Andauernd die Spawns am Flippen. Leute, ihr pusht viel zu sehr rein. Unnachgiebig. Brutal. Oh ne. Come on, motherfucker, come on. Oh, Bro. War kein Bock. Alter, 30er, ich hab genug. Hab genug. Oh mein Gott. Bro. Ich lass mich töten. Ja, was machst denn du, Bro? Was macht denn der schon wieder? Hey,
übelste Traumlobby, wirklich. Das ist eine richtige Traumlobby. Oh nein, jetzt haben die ihn geschützt da hinten. Das ist nichts gut. Oh, und sie geiern, und sie geiern, und sie geiern. Absolut nicht geil. Oh fuck. Nein. Alter Schwede. Schon wieder unnachgiebig. Bro. Bro, bro, bro. Das wurde nicht, was ich denke. Was... Nein. Nein, mach keine Faxen. Oh mein Gott, zum Glück war die Mine dort. Hat ihn getötet. Kein Haufen mehr. Ey, geht doch mal bitte nicht dazu rein. Oh nein! Da ist ein Geschütz auf B, fuck. Oh, da ist auch ein Geschütz. Oh mein Gott! Ach, das ist ein verbindetes Geschütz drauf. Oh. Gut. Bin beruhigt. Oh mein Gott! Ich hab grad nicht auf Karte, auf was für einer Streak ich bin. 25. Alter Helikopterschütze, Alter. Wollt mich doch verarschen. 25er Streaks hätte in den Triple werden können. Ach. Nein. Nein, was ist das? Verbündeter? Das war ein feindlicher. Ach du Scheiße. Hier bin ich gerade reingegangen. Nein! Piss dich! Feindlicher Kampfhubschrauber, okay, weg. Den drücken wir mal ganz schnell weg. Uiuiui, schon wieder gnadenlos. Bro, diese Runde, Bro. Der ist lost. Okay, schön meine Weste weggesprengt. Oh nein. Ach, come on. Och, mein... Ey, das ist gerade zu. Oh nein! Weg mit euch. Hey, hey.
Schild, Alter. Erste Runde schon wieder. Das sind meine ersten Runden in SBMM, glaube ich, mal so gut. Oh mein Gott, Alter, mein Aim. Ich hab gerade übelstes Gottes-Aim. Nein! Das war's tot. Die Waffe. Das haben wir wieder geil. Ich hab Nachladen gehört. Ja. Ich hab's Nachladen von ihm gehört. Da was? Oh, ich habe wird halt von niemanden außer von mir getötet. Was? Oh fuck. Wenn er jetzt noch mal ein Harp hat, dann bin ich im Arsch. Oh. Ach du Scheiße. Das stelle ich hier gerade an, Alter. Ich bin gerade richtig on fire. Cracked out. I'm cracked out. Alter, 20er. Oh, stuck auch noch. Oh mein Gott. Ah, oh, fuck. Junge, die Waffe mit Field Agent gibt wirklich. Field Agent. Boah, nochmal ein Double. Geil.
Noch ein Harp. Jejeje. Das ist meine erste Runde heute in der SBMM-Lobby, Alter. Das ist schon eigentlich ganz akzeptabel, was man. Alter, was? Oh, na. Oh, Alter, was? Ich dachte, ich bin jetzt tot. Ich dachte, ich bin jetzt wirklich tot. Also, dass ich das jetzt noch geschafft habe. Schaut so an mich. Oh, ne. Geh weg. Oh mein Gott. Oh nein. Please no. Oh. Oh, weg hier. Ich wollte eigentlich die Schießmaschine reinnehmen, aber scheißegal jetzt. Was bin ich? Was? Oh, Junge! Nice Runner, jetzt der hier. Ja. Alter. Okay. Ja, come on. Ja, Killsteal, Bro, Killsteal. Jetzt wollen wir auf C. Über mir. Nein. Ach, Bro. Bro, was? Okay, jetzt spawnen sie auf A. Ah fuck, Harp ist weg. Du mieses Schwein, du mieses Schwein. Ja, wird auf C, wird auf C, wird auf C. Oh mein Gott, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Die Weste kann schon hilfreich sein. Sag ich mal so, aber... Ja. Die Maschine kann auch hilfreich sein. Oh mein Gott. Ich dachte, der will mich jetzt wieder knifen. Jetzt will sie erschlagen. Jetzt sind sie wieder auf A. Bro, jetzt müssen wir mal C einnehmen. Feindlicher Helikopterschütze. Die haben Helikopterschützen aus Vorräten bekommen. Ja, der ist weg. So easy geht's. Ich hab nur mit Patrouille regelt. Halt. Nachgiebig, komm weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh nein, weg, ich zieh durch. Ich zieh durch, ich zieh durch. Kein Bock auf die Fernentladung. Ja, die ist explodiert, glaube ich. Glaube ich. Ich noch raus, 13 Punkte nur noch, aber scheißegal. Ja. Ich will immer noch meine Weste, Alter, Bro. Ich werde nicht angeschossen. Ich bin einfach zu fast im Gegner-Team. Nuke. Haha, erster Nuke. Komm, ich töte dich noch. Na ja. So Leute, jetzt das MAC-10 Klassen-Setup. Auf der Waffe spiele ich den Agency Mündungsfeuerdämpfer. Da gibt es nochmal extra 7% vertikale Rückstoßkontrolle. Und ihr werdet nicht auf der Karte gesehen, wenn ihr schießt. Dann den Schwerverstärktlauf für mehr effektive Schadensreichweite. 80% extra Projektilbeschleunigung. Ihr müsst auf jeden Fall einen von diesen beiden Läufen spielen. Das ist sehr essentiell. Dann den Field Agent Grip, weil die Waffe etwas mehr Rückstoß hat. Der hilft euch definitiv dabei, die Waffe besser im Griff zu halten. Dann spiele ich das 53er Trommelmagazin. Hier könnt ihr auch dieses Magazin spielen für mehr Nachladetempo. Ich habe mir aber mal gedacht, da
gedacht, ich zock einfach mal das hier, weil ich das früher immer gespielt habe. Ganz auf Oldschool-Basis. Damit ist eure ZV-Zieldauer noch 10% besser als mit dem Schnelllademagazin. Dann wie immer, Leute, die Luftelastikumwicklung. 30% extra ZV-Zieldauer. Und damit ihr Dropshots verteilen könnt. Hier oben ist eine Klassen-Setups-Playlist, falls ihr geile Waffen in Cold War braucht. Ihr habt die besten Waffen. Alles Videos von mir natürlich. Dann gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann würde ich sagen, ich bin nächster Deutsche. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Peace.